Das Basecamp ist das Kreativlabor hier im Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Base steht für die aktuellen Hype-Themen in der Informatik, Big Data, Artificial Intelligence und Security. Und als Kreativlabor geht es darum, halt Freiräume für unsere Studierenden zu schaffen, dass die sich auch mit ihren Projekten im Studium auseinandersetzen können, dass sie auch eigene Projekte verwirklichen können. Wir haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Fragen zu Texten generiert. Es waren verschiedene Disziplinen auch noch dabei. Einmal war das die Psychologie, die Pädagogik, die Philosophie, die Sprachwissenschaft und die Informatik. Mein Projekt war, eine Schnittstelle für Smart Cities zu entwickeln, und zwar zur Sensorvernetzung. Durch das Basecamp habe ich zwei Arten von Unterstützung bekommen. Einmal Hardware, aber was auch bereitgestellt wurde, das waren Domänexperten. Das heißt, für das Thema, für das ich mich interessiert habe, habe ich für die gesamte Projektzeit einen Experten zur Seite gestellt bekommen. Ich kann sagen, dass ich in meinem Studium die größten praktischen Erfahrungen genau in Basecamp-Module gesammelt habe. Das ist unsere eine Säule und die Studis bekommen dafür auch Credit Points. Wir haben da ein eigenes Basecamp-Modul dafür geschaffen. Die zweite Säule, das wäre der Transfer. Da versuchen wir eben über Basecamp Informatikthemen und Digitalisierungsthemen in die Zivilgesellschaft und die Stadt reinzubringen, beziehungsweise auch Probleme aus der Stadt zu unseren Studierenden zu bringen. Da haben wir auch einige Aktivitäten und haben Projekte, die dritte Säule, das sind unsere Events, die wir organisieren. Science Slams, Hackathons. Dann hatten wir zum Beispiel eine Veranstaltung, die nannte sich Hacks on the Beach. Die hat direkt an der Elbe stattgefunden, wo wir eine Ausstellung so mit kleinen digitalen Exponaten draußen am Café Entenwerder 1 organisiert haben. Viele unserer Events sind hamburgübergreifend mit anderen Hochschulen entstanden, insbesondere mit der HAW oder auch mit der HCU und dem dortigen City Science Lab. In diesem Jahr, wegen Corona, konnten wir das natürlich so nicht durchführen. Dann haben wir uns überlegt, dann verlagern wir das alles doch einfach mal ins Virtuelle und haben einen Telegram-Channel über eine Woche lang mit Inhalten bespielt zum Thema Computational Propaganda, Verschwörungstheorien. Viele Ideen, die man vielleicht hat, gehen im Lehralltag tatsächlich unter. Und mit dem Basecamp können diese Ideen aufgefangen werden und dann umgesetzt werden, sodass eventuell dann auch Projekte zu Apps und Startups umgesetzt werden. Und das ist ja sehr wichtig und sehr cool.